Meine Damen und Herren, wir gehen zum dritten grossen Seeländer über. Einem, der eine ganz andere Persönlichkeitsstruktur hat, das sehen Sie schon im Bild. Es ist der Inser, Maler Albert Anker. Er zählt heute zu den bedeutendsten Schweizer Maler. Und wie gesagt, das Wirken geht weit über die Schweiz aus und jetzt auch über Europa aus. Der Anker ist als Sohn von einem Tierarzt in einem stattlichen Bauernhaus in Linz geboren. Dann in Neuenburg aufgewachsen, weil sein Vater dort Kantonstierarzt war. Und in seiner Mittelschulzeit ist er bei seinem Onkel gewohnt in Bern und hat dort Mittelschule gemacht und hat dort schon gemalt und gezeichnet. Er hatte kein einfaches Leben am Anfang, weil der Vater hat unbedingt wollte, dass er nicht Künstler wird. Er hat gesagt, das sei ein brotloser Beruf und Künstler seien alles unseriöse Leute. Brotlos, das stimmt wahrscheinlich, und unseriös, es hat wirklich viel von denen darunter. Aber der Anker war so pflichtbewusst, dass er gesagt hat, gut, dann studiere ich halt Theologie. In Halle in Deutschland hat er studiert, er hat bewegende Briefe heimgeschickt und hat kurz vor dem Schlussexamen dem Vater geschrieben, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr, meine Mission ist eine künstlerische. Wieso soll das weniger sein als ein Theologe auf der Kanzel? Der Künstler tut ja auch etwas ausdrücken. Und es war dann das Verdienst von einer Tante von ihm, die den Vater können überzeugen konnte, jetzt lass den Sohn endlich machen. Und dann ist er Maler geworden, hat 25 Jahre in Paris gelebt, Anfang volljährlich für die Ausbildung, hat eine sehr gute Malerausbildung gehabt. Und später hat er immer im Winter in Paris gelebt und im Sommer im Seeland in Inns. Warum hat er in Paris gelebt? Er musste sein Brot verdienen und hat in Paris einen Porzellanteller gemalt. Faience, heute auch sehr wertvolle Stücke auf dem Markt. Es hat nicht mehr so viel, die meisten sind verschlagen. Aber die da sind, die haben heute für Sammler einen grossen Wert. Der Seeländer Albert Anker ist wahrscheinlich der grösste Realist in der Schweizer Kunst. Sie müssen seine Augen anschauen. Die stechigen Augen, der konnte beobachten. Der hat die Wirklichkeit angeschaut, nicht die Fantasie. Der hat nicht Ideologien angeschaut, sondern die Wirklichkeit. Die Seeländerinnen und Seeländer hat er angeschaut. Und es ist schön, dass ihm die Gemeinde Inns 1985 und 2000 eine grosse Ausstellung gewidmet hat. 2008 war eine grosse Ankerausstellung in Japan, an zwei Orten, mit einem unglaublich grossen Echo. Also die Japaner sind jetzt abgefahren auf die Anker, das sollten die sehen. Ich habe Briefe bekommen von einem, der eine begeisterte Ausstellung besucht hat von Japanern, der gesagt hat, wir haben sogar Tankerbilder auf Kuchenschoss gemacht und auf Topflümpen und ich weiß nicht, was alles. Ein bisschen kitschig natürlich, aber sie haben doch keine andere Möglichkeit gehabt, weil ich ihnen das Original nicht gerade können überlassen. Und das Jahr ist der 100. Todesjahr von Albert Anker. Er ist 1910 gestorben und darum gibt es eine grosse Kunstausstellung in Bern, die kann ich Ihnen heute schon sehr empfehlen. Ich habe 1985 genau beobachtet in Inns, was eigentlich hier abläuft bei so einer Kunstausstellung. Unglaublich, immer bei den Ankerausstellungen ist der Zustrom der Leute enorm. Und zwar alle Schichten, Berufsgruppen, Traditionen, jung, alt, ländlich, städtisch, intellektuell und Arbeiter, Bauern, Gelehrte, Hausfrauen, Berufstätige, Deutschschweizer, Welsche, alles. Hat sich hier in die Schlange gestellt. Sie mussten zum Teil stundenlang warten, bis sie gehen können. Bis sie können an diesen 325 Bildern vorbei. Und ich habe geschaut, was hier eigentlich abläuft. Es war fast wie ein feierlicher Zug, fast wie in einer kirchlichen Andächtigkeit. Und wenn man die Unterhaltung zugelassen hat, waren die Leute innerlich getroffen. Eine stille Glückseligkeit, so dass sie ein Zücken hatten.
Sie haben vielleicht nicht können sagen, wo sie rausgekommen sind, was besondere Sex. Sie waren einfach ergriffen. Die Tatsache, dass der Anker so eine Popularität hat, das hat bei der Intellektuellen natürlich Verlegenheit geschafft. Oh, da gehen auch einfache Leute schauen. Oh, das finden auch einfache Leute gut, da kann ja etwas nicht stimmen. Und die meisten Berichterstatter haben dieser überwältigenden Besuchermasse da sind ein bisschen hilflos gegenübergestanden und haben gesagt, ja, es sei halt wahrscheinlich so, ein bisschen spöttisch herablassend, der Anker stellt die heile Welt dar. Ha, haben die eine Ahnung. Die das schreiben, die haben die Bilder vom Anker nicht angeschaut und nicht die Wirklichkeit. Beides nicht. Am Anker seine Bilder sind alles andere als heile Welt. Die zeigen die Spuren vom Leben. Die Landbevölkerung in den Berner Dörfern war hier im 19. Jahrhundert arm. Die Kleider waren abgeschossen. Die Kleider haben schon bereits so gewisse Züge auf seinen Bildern von Verwahrlosung. Anfänger von Verkommenheit. Er hat auch tragische Bilder gemalt. Die Armensuppe, der Gelstag und so weiter. Und die sind begleitet von der harten Arbeit vom Mensch, wo der Mensch ausmergelt und den alten Mensch sieht man die Bitterkeit und das Leiden, das er durchgemacht hat. Kinder, die er gemalt hat, sind fast immer tief ernst, einen traurigen Ernst. Und soweit er sie nicht einfach porträtiert hat, hat er sie als Schaffende dargestellt. Im Vordergrund stehen bei ihm Kinderbilder und die Alten. Auffallend ist, dass der Anker, der Mensch, in seiner geistigen Höhepunkt, so mit 30, 40, und etwas wert ist, so genannt, oder? Die hat ihn nicht interessiert. Er hat gesagt, ich male, was gegeben ist, und beim Alter, was gegeben war. Das Getragensein bei den Kindern. Die Kinder können ja nichts dafür, dass sie auf die Welt kommen. Sie können nichts dafür, dass sie aufgezogen werden. Das wollte ich zeigen. Und beim Alter die Gewissheit, im Leben getragen worden zu sein. So hat das ausgedrückt. Merken Sie etwas? Da geht tiefer als eine heile Welt. Das Interessante ist, manche seiner Bilder tragen selten Namen von dem, die abgebildet sind. Also ihr Seeländer, ich komme viele Briefe über, wo er liegt. Ja, es hat Bild, habe ich gehört, gegen sie ihrer Sammlung. Das war wahrscheinlich meine Großmutter als Kind. Dann schreibe ich immer das Gleiche. Ich sage, es kann sein. Zum Glück hat er sie nicht angeschrieben. Weil er hat sie gar nicht wollen anschreiben. Weil das war ihm gleich, wer das ist. Albert Anker hat bewusst keine bestimmte Person gezeigt. So heißen das seine Bilder ganz einfach, zum Beispiel Brustbild eines Mädchens. Wir wissen nicht, wer da ist. Brustbild eines Mädchens. Das ist ein Bild, das ich sehr gerne habe. Hängt in meiner Stube, in unserer Stube. Ich sehe es jeden Tag. Brustbild eines Mädchens. Das Kind ist ein namenloses Kind. Ernst genommen, mit äußerster Genauigkeit gemalt, auffallend ernster Gesichtsausdruck. Nur wenige Kinder lächeln beim Anker, nämlich wenn sie ein Baby oder ein Tier auf der Schoß haben oder wenn sie spielen, aber sonst sind Kinder ernst. Alle, auch Kinder, nehmen am Ernst vom Leben teil und zeigen auch den Ernst vom Leben. Brustbild eines Mädchens. Bilder sind fast ein bisschen langweilig beschriftet. So ein bisschen technisch, katalogisierend, oder? Brustbild eines Mädchens. Alter Mann nach rechts schauen. Alter Mann mit Zipfelmütze. Frau, die Bibel lesen und so weiter. Es hat ihn nicht interessiert, wer das ist.
Aber als namenslose Gestalten werden die ganz ernst genommen. Warum? Das sind die Repräsentanten der Menschen schlechthin. Der Anker stellt die Welt dar in jeder Person. Das sind die Repräsentanten. Gegeben, getragen, gleichgültig in welchem Stadium und im Alter war man getragen. Oder wenn es noch Jüngere sind, zum Beispiel der kleine Musikant. Was interessiert denn bei dem selbstbewussten Kerl schon der Name? Repräsentant vom selbstbewussten Kleinen. Andere Schweizer, der Paul Burkhardt, der ja bekannt worden ist durch den Oh mein Papa, der jetzt in der Weihnachtszeit in der schweizerischen Kirche und so weiter noch die Tellerweihnacht aufgeführt hat, oder der sei zu dem, oder keine Mutter weiß, was aus dem Kind wird geschehen. Keine Mutter kann in Zukunft sehen. Wird sich der mal ein Böse oder kann der uns noch lösen? Oder ist er echt geschieden? Oder tut er uns noch all beneiden? Und so weiter. Kommt er schon auf die politische Botschaft von diesen Bildern? Oder wenn Sie den Kleinen anschauen, begreifen wir ja noch. Er hat auch gemalt, vorn übergeneigtes Mädchen nach rechts. Stützt nicht einmal den Ellbogen ganz ab auf dem Tisch, sondern nur so auf der Seite. Schlaft's. Briegt's. Ist es nur nachdenklich? Der Anker lässt alles offen. Einer der früheren Besitzer von dem Bild hat als Namen angegeben, ich weiß nicht, wo er das her hat, die Branntweintrinkerin. Könnte auch sein, ist nicht auszuschließen. Am Anker ist es gleich gewesen. Am Anker seine Menschen sind Stellvertreter von der Menschheit und die Seeländerfiguren verkörpern eben die Schönheit vom Leben. Sie stehen für den Lauf vom realistischen Lebens schlechthin, sind fürs Ganze. Seitdem ein Pars pro Toto, sie sind ein Teil vom Ganzen. Sie verkörpern die Welt. Und der Anker hat seine Botschaft gehabt und hat gesagt, ich will zum Ausdrucken. Ich will es am liebsten unten anschreiben auf der Bilderrahmen. Siehe, die Erde ist nicht verdammt. Ich danke vielmals, weil heute Morgen hat mir jemand gebracht, der heute im Ankerhaus wohnt, der Herr Brefin, der dem Sorge trägt. Hat er schon gekannt, aber gehört ihm, nicht mir. Das ist der alte Maßstab, der auf dem Tisch gelegen ist, wo der Anker gestorben ist. Sie sehen, ziemlich verbraucht und verfleckt. Und da hinten, das mögen Sie nicht sehen, steht drauf, in deutschen Buchstaben, siehe, die Erde ist nicht verdammt. Das war sein Leitspruch. Und jetzt wird es politisch. Ha, das ist ein schöner Misch für Politiker, wenn die Erde nicht verdammt ist. Da kannst du ja nicht mehr retten. Bist plötzlich nicht mehr so nötig, wie du meinst. Kopenhagen lässt grüßen. Oh, habe ich da im Radio gehört. Wir retten die Menschheit. Es geht heute um die Menschheit zu retten. Und jetzt muss doch endlich etwas getan werden. 100 Milliarden für die Entwicklungsländer. Jeder hat die Welt will retten. Und jeder hat gesagt, sie werden untergehen. Am Schluss hatten sie Papierfetzen. Mit einem unverbindlichen Versprechen, wo sie draus gehen können. Wir machen nichts. Wenn ihr die Welt verrecken würde, dann kann man ja nicht so vorgehen. 180 Kirchen kommen zusammen. Das war eine interessante Kabarettveranstaltung hier in Kopenhagen. Der Anker hat gesagt, hört, sind bescheiden, die Welt ist nicht verloren. Die Welt ist nicht verloren. Ihr seid nicht einmal so mächtig, dass ihr sie könnt kaputt machen könnt. Also sind ihr auch nicht so mächtig, dass ihr sie könnt retten könnt. Das war eine interessante Veranstaltung, auch außenpolitisch. Wenn du mal schauen, was hier abgelaufen ist. Die Europäer, die gesagt haben, wie wichtig das ist und wie man jetzt die Menschheit retten
haben gewartet, bis die Amerikaner gekommen sind. Die Amerikaner sind gekommen und haben gesagt, der Obama, ich sitze zusammen mit dem Chinesen und dem Inder. Das sind die drei Größten. Das sind so weltmachtähnliche Mächte. Der Chinese hat gesagt, ich komme gar nicht besprechen, ihr könnt zu mir kommen. Er ist dort geblieben, die sind auch gekommen. Haben miteinander etwas beschlossen, eine unverbindliche Erklärung, und sind wieder heimgeflogen. Die Europäer haben über dem Papier brütet, die anderen sind schon lange im Flugzeug gewesen. Da die wollen eine Weltmacht sein, hat gar niemand angehört. Unser Bundesrat Leuenberger, habe ich gehört am Radio, hat gesagt, ich finde es himmeltraurig von den Amerikanern, die haben nur mit den beiden Grossen gesprochen und nicht mehr mit uns. Also ich meine nicht Herr Obama, ich meine die Amerikaner. Merken Sie etwas? Unrealistisches Zeug. Aber der Anker war ein Realist. Ha! Der zeigt, wie der Mensch ist. Und zeigt natürlich auch Wunderbarkeit. Aber alles anders. Die Frau vom Anker hat der Tochter geschrieben, los. Der Vater will Leiden und Widerwärtigkeiten des Erdenlebens zeigen. Er nimmt es sehr, sehr ernst. Aber er weiß, dass die Welt nicht untergeht und die Menschheit braucht diesen Trost. Sonst stellt sie Unbill dar. Er hat Menschen gewählt, gemalt, die die Härte vom Leben bestanden haben. Und nicht das Ideal, wo keine Arbeit muss haben, wo die Mühsal weg ist, dann sage ich, der Schmerz und so weiter. Was ja viele Politiker machen, sagen, ja, wir schauen, dass die Leute nicht mehr so arbeiten. Da die Sozialethik in den letzten 20 Jahren ein neues Modell machen. Der Mensch muss nur den Halbtag arbeiten. Den Halbtag muss er freiwillig etwas machen. Und dann schafft er sicher für die anderen und all deren gemischt. Das hat der Anker nicht gesehen. Der hat gesagt, ich zeichne die Menschen und das Leben, wie es ist. Er hat auch die Hoffnung gemalt, die eben nicht auf den Menschen gründet. Das ist ja gut. Immer wieder seine Botschaft, siehe, die Erde ist nicht verdammt. Sehr gern hat er gegenübergestellt, und das Bild können Sie im Ausgang dann auch schauen. Schauen Sie es genau an, im Original steht es da draußen. Der alte Mann mit zwei Kindern. Man weiß nicht, wer der alte Mann ist. Man weiß auch nicht, wie er heißt. Er hat nicht einmal geschrieben, ob es ein Großvater ist. Alter Mann mit zwei Kindern. Wenn Sie das Bild dann draußen anschauen, die fünf Hände hier, auf einer Ebene von diesen zwei Kindern und vom Alten. Der Anker hat stössweise Hände gemalt, Hände zeichnet, immer wieder Hände zeichnet, weil er gewusst hat, der Mensch hat Hände zum Arbeiten, zum Essen, zum etwas heben, zum jemandem helfen, darum hat er aufgehört. Die Hände eine ganz besondere Bedeutung beigemessen und hat die mal gemalt. Sie sehen dann da draußen, bei allen Bildern, die Sie da aussehen, schauen Sie die Hände an. Und drüber über diesen Händen die drei Köpfe. Der Säugling ist im Mittelpunkt. Der Anker war ein Meister für den Lichteinfall. Das sehen Sie da draußen, wie das Licht, das sieht man jetzt hier auf dem Lichtbild weniger, wie das Licht auf den Säugling fällt, im Mittelpunkt. Und die anderen, eben drüber stehen, siehe, die Welt ist nicht verdammt. Alles dreht sich da ums Kleinste, ums Schwächste. Keiner wird überragt von irgendjemandem, sondern sie machen nichts anderes, als eben Schwächste führen, wie sie wissen, siehe, die Erde ist nicht verdammt. Der Anker hat aber nicht ausgewichen. Er hat auch kranke Leute gemalt, die habe ich jetzt nicht da. Das ist ein kranke Kind, schwer kranke Kind. Und auch sich mit dem sterbenden Mensch befasst. Er hat gewusst, Freude und Leid, geboren werden und sterben gehört zum Leben. Da sehen wir ein Bild. Es ist sein zweijähriger Sohn auf dem Totenbett gestorben. Der Tod hat ihn enorm hingerissen. Er hat erst ein Jahr nicht können malen. Er hat oben links eingekritzt, das mögen Sie nicht sehen.
Oh, du arme, arme Rudeli. Aber schauen Sie mal das Bild an. Familie Anker hat von diesen 6 Kindern 2 Söhne verloren, durch einen frühen Tod. Unter anderem eben hier der Rudi. Und wenn Sie das Bild anschauen, das ist fast von einer unerträglichen Schönheit. Ich hatte das immer lange Zeit in meinem Studierzimmer gehabt, aber ich musste abhängen, wo wir nicht so viel sind, weil meine Frau es nicht mehr vertragen. Sie hat immer gesagt, ich kann fast nicht zu dir kommen, ich muss immer an das tote Büble anschauen. Und ich habe gesagt, ja, aber das ist wichtig, dass man immer das tote Büble sieht. So kann man es auch anschauen. Man hat das Gefühl, er schlummert, aber ist entschlafen. Das Licht nimmt alle Schmerz und alle Trauer über den Tod und grabe sich auf. Siehe, die Erde ist nicht verdammt, auch im Tod nicht. Der Anker selber hat 9 Jahre vor seinem Tod, und als er 70 war, hat er einen Schlaganfall gehabt. Sein rechter Arm war gelähmt, da hat er nicht mehr malen können. Zum Glück hat er den Schlaganfall gehabt. Das klingt ein bisschen zynisch. Weil er musste anfangen, Wasserfarbe zu malen. Aquarell. Weil der Ölpinsel war so schwer, dass er nicht mehr heben konnte. Er hat zuerst links angefangen, dann auch wieder rechts. Und von dort weg, nach 1901 weg, hat er praktisch nur noch Wasserfarbe gemacht. Das ist ja viel schwerer als Öl. Öl können Sie einfach drüber malen, wenn es nicht gut ist, oder? Der Hodler, der hat einmal 4 Bilder übereinander gemalt. Das kann man nicht beim Aquarell. Und so hat er wunderbare Aquarell gemalt. Ein Beispiel, Mädchen mit rotem Schultertuch und Brotleib. Wenn Sie sehen, das ist Bleistift und Wasserfarbe. Bleistift und Aquarell. Zu dieser Kunst hat der Anker dank dem Schlaganfall gekommen, sonst hätte er es nicht gemacht, wäre er beim Öl geblieben. Und beim Anker tun sie eben nicht so zynisch, wenn man es sagt, weil er hat gewusst, siehe, die Erde ist nicht verdammt, auch nach dem Schlaganfall nicht. Und er hat grosses Feuer gebracht. Das ist im Moment eines meiner Lieblingsbilder, obwohl es nur Aquarell ist und Bleistift. Sie müssen das mal anschauen, das Winterbild. Mit dem Kind, mit dem kurzen Ärmel, in der armseligen Kleidung, mit steifen Fingern, trägt dem 4 Pfünder heim, der viel zu gross ist für es. Mag es fast nicht heimtragen. Wenn Sie mal das Gesicht anschauen, kommt einem unweigerlich natürlich das Alte Testament in Sinn. Im Schweiße deines Angesichtes wirst du dein Brot essen. Das ist jetzt da nicht im Schweiße des Angesichtes, aber in der tiefen Kälte. Trotz der tiefen Kälte wirst du dein Brot essen. Da ist eine Verheißung, kannst du Brot essen. Es ist natürlich kein Zufall, dass viele finden da von diesen Intellektuellen, das, ja, das ist eine ein heile Welt. Was ist denn da heil daran? Das ist die Wirklichkeit. Und schauen Sie, das ist der Fingerzeig für Politiker. Für Politiker. Es ist ja alles politisch im Leben. Der Anker ist heute wie der Ochsenbein, wie der Minger, ein Fels in der Brandung ideologischer und politischer Schwätzerei. Da habe ich mich jetzt selber zitiert, weil den Satz habe ich einmal in einem Artikel geschrieben und zu dem stehe ich heute noch. Er ist ein Gegengewicht zu all diesen Weltuntergangspropheten. Er ist eine Warnung an alle Politiker, wo immer meinen, sie müssen den Weltuntergang prophezeien und dann selber die Welt wollen zu retten und unmögliche Sachen beschliessen. Es ist eine Warnung an die, die Wirklichkeit vom Leben verkennen, wo dauernd glauben, das Gegenteil vom Ernst vom Leben können zu beachten zu müssen. Die ganze Schulreform, das verreckt alles, da können Sie sicher sein. Gut, die sind noch ein bisschen besser dran im Kanton Bern. Wir Zürcher gehen mit der Dummheit immer 10 Jahre voraus. Darum wissen wir schon besser, wie es rauskommt. Aber haben ja auch, um Harmus haben ja auch zugestimmt, im Kanton Bern sind also kein Dreck besser. Erlauben den falschen Leuten, wenn sie nicht wissen, wann sie abstimmen müssen. Ich habe eine Telefonnummer im Telefonbuch.
Meine Damen und Herren, Sie kennen heute, wenn man ein Kind darstellen will, es muss immer jedes grinsen. Scheisse, da, immer lachen, immer lachen. Bei manchen müssen sie nicht lachen. Bildnis eines Knaben heisst der. Ja, der lacht doch nicht. Es ist nicht gleichgültig, ob die politischen Programme von fragwürdigen Lebensideen ausgehen. Es ist nicht gleichgültig, ob sie der Wirklichkeit vom Leben entsprechen. Wer die Wirklichkeit anschaut, der hat eben Hoffnung. Nicht komme ich zu den Jungen. Der Politiker hat die Hoffnung eben auch weiterzugeben, wo der Anker uns weiterzugeben hat. Siehe, die Welt ist nicht verloren. Ich meine, bei dieser Fülle, die auf die losragelt. Oder wie schon, wenn du Fernsehen hast, hast du den ganzen Tag Krieg in der Stube. Ja, weil alle haben das Gefühl, es ist überall Krieg. Haben das Gefühl, was willst du denn noch machen? Wie viele Junge kann ich, die sagen, aber da können wir ja nichts mehr machen, das ist ja furchtbar, die Welt. Wo ist denn die Welt so furchtbar für dich? Es ist ja überall Krieg, sage ich, wo ist der Krieg? Wo wohnst du? Ja, wo in dieser Gemeinde, haben die Krieg dort? Ja, nein, dort nicht, aber weiter weg, sage ich, ja. In deinem Kanton haben die Krieg? Nein. Ja, in der Schweiz haben die Krieg? Nein. Ja, eben, siehst du, ist doch nicht überall Krieg. Ja, aber ich sehe es auch im Fernsehen. Muss ja einer das Gefühl haben, die Welt geht sie unter. Wird ja nur das zeigen. Ist ja klar, und dann kommt der Umweltschutz, aber wir können ja gar nichts mehr machen. Politiker sagen ja selbst, da in Kopenhagen, die Menschheit geht zugrunde. Wenn sie 2 Grad wärmer sind, ich weiß nicht in wie viel Jahren, ich glaube 2050, auf jeden Fall dann, wenn sie zurückgetreten sind, kommt es dann aus. Da gefällt mir da. Ich habe da im Radio einen Berner Oberländerbauer gehört, was gesagt haben, was sagen Sie jetzt dazu? Der wohnt auf 1600 Meter, wenn es da 2 Grad wärmer ist. Hat er gesagt, das ist genau das, was wir brauchen. Die unten drehen immer 2 Grad wärmer pro Jahr. Und die haben viel früher, dann könnt ihr das Fee auslassen. Da freue ich mich drauf. Ja, die sehen, hat alles auch einen anderen Aspekt. Die Welt ist nicht verloren. Die Armut stellt er dran. Bildnis seines Mädchens im Profil. Das ist ein besonders armes Mädchen. Wenn er auch die Kleidung an. Nicht verloren. Und da sagt man, das ist die ungerechte Gesellschaftsordnung. Wenn Sie mal das würde ich sehen, was ist die Würde vom Mensch? Das ist die Würde vom Mensch. Namenlos. Arm. Dargestellt und nicht verloren. Wer das sieht, was will der in der Politik? Meine Damen und Herren, nicht Phantastereien, sondern eine Wirtschaftsordnung, wo die Wirtschaft so funktioniert, dass alle können leben, arbeiten, das Geld verdienen, damit es keine Armut gibt. Und da ist der ganze weltfremde Soziale, ich habe es da, da können sie abfahren. Das bringt nichts. Da müsst auch nichts sagen, das sei ein Gesellschaftsopfer. Es ist kein Opfer. Ein namenloses Kind ist arm. Wir müssen halt schauen, dass es zu essen hat, indem man so eine Wirtschaftsordnung hat. Das kann kein sozialistisches sein, es geht einfach nicht. Für Politiker habe ich noch ein besonderes Bild mitgebracht. Das steht da außen. Ein berühmtes Bild, der Gemeindeschreiber. Wenn Sie den draußen anschauen. Da müssen Sie anschauen, das ist ein wunderbares Bild. Es gibt nur 2 Gemeindeschreiber. Der eine ist in Lausanne und der andere habe ich jetzt erwerben vor ein paar Jahren von einem Privaten. Und das ist dann ein Mahnmal. Sie müssen da draußen anschauen. Die Natürlichkeit. Ich habe auch den Entwurf mit Kohle und Bleistift. Er hat immer einen Zacken zugelegt, bis er beim Original war. Ärmel offen, Fingernägel schwarz von der Erde. Brüllen hat er verkehrt an, wenn er nicht weiss, wie man den Brüllen anlegt. Der braucht er sonst zum Arbeiten keine Brüllen. Wenn ihr mal schauen, wie der rasiert ist. Federn im Maul. Gestern hat mir einer gesagt, um was ein Landschäft, die haben doch immer ein bisschen freches Maul, oder? Hat gesagt, da ist gut, der hat Federn auf der Schnurre und die Hütte geht sie vom Grind. Dann müsst ihr den Tisch anschauen.
Das ist die Gegenüberstellung der Natürlichkeit gegenüber dem Papier und der Bürokratie. Nicht bösartig. Der Anker hat gewusst, auch das Papier, das ist notwendig. Aber lasst euch nicht auffressen von denen. Zeigt den Abstand, den ihr davon habt. Darum habe ich gesagt, das Bild hier sollte man jedem aufblähten Bürokrat, von denen es ja immer mehr gibt, als Vorbild oder als Mahnmal ins Büro hängen. Auch wenn ich kein Geld mehr hätte, würde ich als Bundesrat einen Kredit beschliessen, um das Bild für alle Bundesbeamten drucken zu lassen. Ich gebe ihnen es recht gratis, wenn sie es ins Büro hängen von den Bundesbeamten, um das zu drucken. Wenn sie dann draußen anschauen, ist schön. Wenn wir zum Seeland zurückgehen, wo der Anker herkommt und eben seine Modelle hatten, eines von seinen berühmtesten Bildern, der Schulspaziergang. Müsst das draußen auch anschauen. Jedes Kind eine Persönlichkeit. Jedes. Wohlgeordnet, aber nicht sklavisch untergeordnet. Jedes Kind, die haben ein paar Fuß, die anderen nicht. Der Anker hat mit dem Bild den ersten Preis gemacht an der grossen Weltausstellung 1867 in Paris. Besonders raffiniert hat man ihm gesagt, der Kinderzug hört nicht auf am rechten Rand, der geht weiter, vielleicht in die Ewigkeit. Sie müssen mal schauen, keins von diesen Kindern ragt über den Horizont aus. Alle sind unter dem Himmel, alle auf der Erde. Nur eine ragt in den Himmel, die Lehrerin. Wenn sie vom Scheitel der Lehrerin eine Linie ziehen, zum Scheitel vom vordersten Bübli, der dort hinter sie läuft, der sich da so etwas präsentiert, schon von den jungen Mädchen, und vom Scheitel der Lehrerin ist zum hintersten Kind, wo sie nicht wissen, wo das ist, dann merken sie, das ist ein Dach. Sie stehen unter einem Dach. Und damit sind sie wieder sie, die Welt ist nicht verdammt. Ich freue mich, dass sie es draußen anschauen können. Das ist natürlich eine Premiere. Es gibt kein Museum, wo sie so nahe Bilder ankommen. Aber schauen sie es nur mit den Augen an. Sie müssen nicht wegen dem anlangen, es nützt nichts. Sie merken, auch der Anker, der hat eine Note, die das Leben eingreift. Und wo etwas aussagt. Anders als der Ochsenbein, anders als der Minger, aber in der Bedeutung gleich. Schaut die Realität an, schaut die Wirklichkeit an. Und haltet den Wert aufrecht. Und da könnt ihr stolz sein, ihr Berner Seeländer, dass ihr drei solche Persönlichkeiten habt. Darum bin ich gern gekommen. Und ich habe jetzt mit dem Referat geschlossen. Danke Ihnen.